Ja, herzlich willkommen, ein neues Review vom Bui mal wieder. Heute habe ich euch den Tangiers Grape mitgebracht. Können wir auch direkt zum Schnitt, der ist üblich wie sonst auch. Es ist sehr feiner Tabak, sehr feiner Schnitt, dunkel, schwarz, feucht. Denke ich mal, erkennt man gut. Kommen wir zum Geruch. Ich finde, er hat so eine typische Tangiers Grundtabaknote. Und hat dann irgendwas Süßliches mit dabei. Und so eine kleine säuerliche Note, würde ich sagen. Also, ich denke mal, ihr kennt viele Traubesorten, Alvaja, Mitsu, AF und so weiter und so fort. Und hat man diese typische süße Traube und die hat man hier nicht mit dabei. Ja, so viel zum Geruch. Das Setup seht ihr wie immer eingeblendet, das ist der Lamar-Kopf. Ich rauche mit 2,5 und 1/4 Kohle. Ich rauche jetzt schon ein bisschen länger, weil ich den Geschmack nicht richtig definieren konnte. Die Rauchentwicklung ist wie immer sehr, sehr gut. Ja, geschmacklich kann ich das nicht richtig zuordnen. Ich habe mir ein paar Videos, amerikanische Videos angeguckt und viele sagen, die wird nach einer Limo schmecken, die die da haben. Oder nach einem Saft. Ich kenne keinen Saft, Limo oder kein Getränk, das so schmeckt. Daher ist es ein bisschen schwer, finde ich, den Geschmack zu beschreiben. Man hat beim Rauchen eine leicht süße Note und im Abgang was Säuerliches mit dabei. Es schmeckt schon so ein bisschen vergärt, würde ich sagen. Tja, ich kann es nicht besser beschreiben, glaube ich. An sich kann man den Tabak rauchen. Ich denke nicht, dass es was für jeden ist. Ich finde ihn ganz angenehm, mal zwischendurch kann man ihn rauchen, wenn man gerade Lust hat, aber nichts Alltägliches oder nichts, was man öfter rauchen könnte. Somit bekommt der Tabak von mir 6,5 von 10 Punkten. Wenn ihr ihn probieren wollt, könnt ihr ihn wirklich mal probieren. Es ist in meinen Augen jetzt nicht so der Überburner-Tabak, aber er ist in Ordnung. Und ja, so viel dazu. Das war es dann auch wieder von mir und wir sehen uns beim nächsten Review wieder.